Wir brauchen eine Idle. Clear User Transfers. So. Wir animieren jetzt erstmal ein paar Animationen. Genau. Luna soll ja sich bewegen. Das heißt, wir müssen Animationen erstellen. Jetzt für die Idle. Wo haben wir denn die? Ach, da unten. Ich mache Autorekord an. Dann setze ich mir auf 0 einfach. Ich habe die ja geklärt. Warte mal. Ich muss erstmal hier sortieren. Wir brauchen bei der Idle nicht die Flügel. Das heißt, wir starten mit Flügeln geschlossen. Also wie ihr seht, das ist nur über die Blueprints, über die Blend Shapes geregelt. Das Weg an sich bleibt bestehen. Nur sind die Flügel jetzt ganz klein im Körper irgendwo versteckt. Da. Da, ich habe sie einfach nur klein gemacht. Mehr ist das nicht. So. So von Stehpose ist ja eigentlich schon mal gut. Pose Model. Dann mache ich jetzt einfach mal. Wir müssen erstmal einen Start haben. Auf I markiere ich mir alles. Hier sieht man halt die ganzen einzelnen Teile. Wobei ich glaube, ich mache im Layout. Da ist das alles auf einem Strung. Wenn ich es jetzt bewege. Ich drehe das auch mal kurz um. Ich mache mir hier die Bones weg und mache sie mir hin. Dann habe ich halt jede Bewegung hier auf einem Strahl. In der Idle macht sie nicht viel außer stehen und atmen. Mal schauen, wie kriege ich das am besten hin, dass sie ein- und ausatmet. Wie lange braucht sie denn fürs Ein- und Ausatmen? Keine Ahnung, ich mach mal 30. Dann mache ich auf 60 einfach nochmal I für alles. Und auf 30 ist quasi der Einatmer. Ah, da ist das mit verbunden. Okay, das ist ungünstig. Dann geht das hier unten lang. Dann habe ich hier. Okay. Einmal ein- und ausatmen. Wobei, das ist ja schon recht schnell. Wenn ich die Farbe wegmache, dann ist es halt auch zeitlich passend. Ich glaube, ich würde es dann doch eher auf 90 machen. Alles markieren. Dann mache ich das auf 90. Damit sie einfach ein bisschen länger die Luft einhält. Dass man so eine kleine Pause quasi hat. Ja. Und dann 100. Auch nochmal so. Dann habe ich quasi 100 Frames. Wo sie ein- und ausatmet. Ist momentan echt noch ein bisschen unscheinbar. Aber atmen ist ja immer ein bisschen unscheinbar. So. Brauchst du ja einfach noch eine zweite Bewegung. Mähne und Schweif werde ich nicht animieren. Ich versuche ich über Physics zu machen. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, was ich dann in Unreal mache. Was wir machen können, ist, dass wir minimal warte mal, ich muss hier noch was einstellen, dass sich das nicht mitdreht. Jetzt muss ich noch finden, wo es ist. Dann die Rotation.
Inherent Rotation. Dann wird die Rotation nicht übernommen. Das heißt, wenn ich hier bewege, bleibt das so. Okay, ist der falsche Bone dafür. Dann nehme ich mal den hier. Muss ja auch nur ein bisschen sein. Dann atmet sie. Mal dieses kurze Innehalten. Das ist, glaube ich, schon zu lang. Nur noch für 5 Frames. Ich glaube, so ist okay. Save as. Ja, Luna Idle. Object Mode. File. Export. FBX. Idle. Wir können das hier erstmal. Nee. So, gerade alles abgespeichert, muss nur einzeln speichern. Okay, den lasse ich an. Und den Many lasse ich an. So. Dann gehen wir in Luna. Ich habe Animation schon angelegt. Da ist die Idle. Die packen wir hier rein. Oder auch nicht? Wir lassen Anvil überlegen, ob er es uns reinladen lässt. Normalerweise müsste jetzt ein neues Fenster aufflippen. Ah, jetzt. Okay. Hat nicht funktioniert. So. Wir wollen ja ein existierendes Skelett verknüpfen. Wir wollen ihm quasi eine Animation geben. Das heißt, wir importieren kein Mesh. Wir wollen ein existierendes Skelett verknüpfen. Mesh brauchen wir nicht, da wir das Mesh ja schon haben. Wir wollen wirklich nur die Animation haben. Die exportierte Time wollen wir haben. Das andere brauchen wir, glaube ich, nicht. Das müsste so passen. Und dann machen wir einmal Import. Was? FBX in Loading. Found Texture Name Clashed. Achso, okay. Dann haben wir die Animation. Die Idle.
Sie atmet. Vielleicht mache ich das mit dem Blinzeln noch anders, oder dass ich einfach nur ein Augenlid quasi modelliere und überlege. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, das gut aufzusetzen. Ich habe nicht ans Blinzeln gedacht. Hat nicht so gut funktioniert. Und ich muss mich mal mit mehr Geduld dran setzen. So. Jetzt brauchen wir eine neue. Pose Mode. So. Alles markieren. Alles löschen. Entfernen. Clear User Transforms. Obwohl, ich kann das Atmen erstmal drinnen lassen. Weil Atmen muss ja trotzdem. Und Walk. So. Aber das hier kann weg. So. Ich brauche jetzt am besten eine Referenz, dass ich das nicht so komplett verkacke. Die Referenzen sind wichtig und richtig. Immer bei die Originale. Aber ja. Ich bräuchte einen Walk Cycle. Wäre vielleicht besser, wenn ich das nicht unter Bilder suche, sondern unter Videos. Ah lol. Was ist denn da? Welches waren das war? Brauche ich einfach nur. Ja, ist ja okay. Ich möchte nur die Walk Animation. Da. Okay, die ist 2 Frames. Gut. So viel zu Walk Animation. Na, hier haben wir MLP Box Cycle. Vielleicht fällt mir da was. Da haben wir mal Referenzen. Ich packe das hier an die Seite. Hallo? Da. Na, ich kann nicht das Bild einfach vergrößern. Okay. Ist jetzt blöd, weil spiegelverkehrt. So. Okay. Das ist unser Frame. Na, fangen wir bei 0 an wieder. Gut. Der bleibt hier. Dann nehmen wir den Fuß. Der hat sich nach hinten verbiegt, was da eigentlich nicht soll. Kollege, warum bist du jetzt so rum? Das sollte so nicht sein. Sollte eigentlich. Habe ich dich an den falschen? Es
Wieso gehen die nach hinten? Das. Ah, okay, ich sehe den Fehler. Sollte nach vorne gehen. Das ist ungünstig. Brich einfach die Beine. Kann ich die nicht vielleicht anders einstellen? Können wir hier gucken. Dann drehen die sich ja. Och nö. Okay, muss er erstmal zum Laufen kriegen. Clear User Transforms. Okay, wie kriege ich das hin, dass das nach vorne geht? Ich kann die halt nicht krass ewig weit verstellen. Okay, so gehen sie nach vorne. Okay. Dann muss ich aber das hier. Object. File. Export. FBX. Export. Export. Da muss ich das aber nochmal. Import. Ich kann das Skelett nicht wie importen. Ich hoffe einfach, so übernimmt das. Richtig.
Ah, er hat's übernommen, okay. Gut, da hat sich ja eigentlich auch nichts dran verändert. Ups, hab's ja nicht im Post-Mode. Wollte nicht. Okay, was hat er gesagt? 16 Frames waren's. Okay, das müssen wir jetzt nachbasteln. Oh, das Painting stimmt auch nicht so ganz. Naja, egal. Wir probieren es jetzt erst so und dann verbessern wir das. Da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Da müsst ihr eigentlich. Was mach ich denn? Nicht so, wie ich will. So. Okay, jetzt habe ich den Ruf. Das heißt. Nee. Dann drehe ich den hier um 2 Grad in die Richtung. Sage ich dem hier Inherent Rotation. Und dann mache ich den minus 2 Grad in die Richtung.
Der Fuß steht auch auf. Dann ist der hier. Nee, der hier. Ich mache einfach mal die Beine ein bisschen auseinander. Der gegenüberliegende. In this case, the leg actually crosses over on the contact, and what would normally be the passing. Position is where the character is up in the air and the legs are furthest apart. These bent front legs are a lot. So meine Wo ist mein? Ach so. Wo ist mein Punkt? Sind das zwei Frames? 10? Ja. Wohl 60. Sind denn das 5? Das macht mehr Sinn. So. Mal gucken, wo geht das Bein hin? Das hier ist das, was gerade war. Das geht ein Stück nach hinten. Dreht sich. Geht hoch. Der ganze Körper geht hoch. Jetzt ungefähr in der Mitte. Das hintere geht weiter nach vorne. Das andere hintere, das geht zurück.
Nach oben. Und das hier kommt nach vorne, berührt quasi das andere. Warte mal. Ich gucke auch falsch rum drauf, sonst komme ich durcheinander hier. So, das ist das hintere. Nee, das vordere. Das kommt nach vorne. Das ist, glaube ich, zu weit vorne. Das kommt nach vorne. Wird gerade. Geht hoch. Die berühren sich fast. So, und das geht hier nach hinten. Cycle with little or no alterations. I believe this one is the only leg in the cycle that I drew from scratch. If you take a look at the near front leg, notice how it's held back through the middle of the motion. The back leg is also held forward in the middle. Keeping the legs fairly still while the character is up off the ground helps give it that light feeling. It also gets a nice snappy feel by keeping the legs bent till just okay, hier haben wir doch. And most of the other leg positions were copied from the walk cycle with little or no alterations. I believe this one is the only leg in the cycle that I drew from scratch. If you take a look at the near front. If you take a look. Das war der Start. How it's held back. Und das zweite, das ist quasi jetzt, was bei mir gerade ist. Mach quasi jetzt erstmal jede zweite Stellung. Okay, das ist das hintere. Hätte die T-Pose speichern sollen. Der falsche Knüppel. Nice. Der kleine hier. Einfach fast in der Mitte. Und dann
das hier. Es kommt näher. Oder nee. Warte mal. Es geht weiter. Wir haben ja mal Striche machen. Obwohl, ich kann ja hier den Fuß. Dass der quasi so an der ersten ist. Dass er da dann die Höhe hat. Quasi so. Und so ein bisschen drüber. Na hier quasi so. Das einfach in die Mitte. Das wäre dann auch einfach. So der Punkt ist. Da muss man das halt auch noch verschönern. Jetzt muss ich das hier quasi auch noch mal gespiegelt machen. Keeping the legs fairly the legs are furthest apart. These bent front legs are a lot easier to work with, since they're made from separate little or no alterations. I believe this one is the only leg in the cycle that I drew from scratch. If you take a look at the near front leg. Ja, dann geht's hier. Notice how it's held back through the middle of the motion. The back leg is also held forward in the middle, keeping the. Na, das ist halt wieder in der Luft.
Jetzt aber wir die nicht die gegenüberliegenden zusammen. Dann habe ich das auch hier. Das Bein geht nach hinten, nach vorne. Es kommt nach vorne und stößt was das hier an? Das hier geht nach hinten. Und das müsste ja dann wieder hier enden. Oder? Das Bein geht vor. Und dreht eine Runde. So, die stehen auf. Nach unten. Geht das wieder hoch. Aber glaube ich einfach zu hoch gesprungen. Hoch, runter, hoch. Aber muss das hier wieder runter? Ich habe irgendwo. Hier stehen die auf. Dann müssen sie hier wieder hochgehen und hier wieder. Hier enden. Thank you.
okay, so ein bisschen. Würde schon sein, dann gehe ich einfach. Weiter. Okay, das muss nach vorne. Das kann auch ruhig noch höher. Gut, jetzt gehe ich einfach Bein für Bein durch und hoffe, dass es einfach halbwegs rund ist. Wie sieht es eigentlich aus? Okay, doch sehr. Ja. Okay, ich gucke jetzt einfach erstmal die Beine durch. Hier. Es geht vor. Müsste eigentlich weiter vor. Das bleibt jetzt einfach so stehen. Da ist es ja am weitesten weg. Oder nee.
wenn man ein bisschen länger Bodenkontakt hat. Ich glaube, so ist besser. So, jetzt haben wir das gleiche mit dem hier. Jetzt Bodenkontakt. 1, 2, 3. Da bleibt es noch auf dem Boden. Hier ist es näher. Hier ist es am weitesten weg. Warte, ist das hier was? Nee. Warte mal, ich hab doch hier.
Okay, schon mal ein flüssiger Lauf. Boah. Okay. Da war hier. Gehen wir den Fuß noch durch. Der länger geht nie, weil das lässt das Bein nicht zu. Weil ich muss ja nach hinten. Okay, das die letzte Bewegung ist zu linear gemacht. So. Thank you.
Das gefällt mir nicht. Mach einfach nur mal. Na, alles so. Machen wir.